Gefühl für einen Chauffeur, für einen Fahrer, wenn er dort ankommt? Wie ist diese Stimmung dort? Ich bin natürlich, habe immer versucht, wohin zu kommen, wo nicht so viele stehen. Aber das haben die anderen ja auch alle. Und deswegen hat man sich dann doch immer wieder getroffen. Die Parkplätze sind erstmal ein richtig großes Geschäft, weil Parkplätze sind richtig teuer in vielen Ländern. An Parkplätzen treibt sich auch eine Menge Gesindel und Halbwelt rum, die da eigentlich nicht hingehören und wo ich auf meine Sachen gut aufpassen muss. Ja, und dann trifft man Kollegen. Und diejenigen, die einfach schon seit Jahrzehnten diesen Job machen, die können auch über kaum was anderes reden. Also redet man nach Feierabend weiter über die LKWs, über die Ladungen. Die Fahrer sind alle sehr mitteilungsbedürftig, weil sie erleben sehr viel und haben aber ja kein soziales Umfeld, wo sie sich mitteilen und austauschen können. Das heißt, sie sind alle am Quasseln, pausenlos. Kann auch gleichzeitig sein, egal. Für mich war dieses Buch ein großes Privileg, dass ich es mal in die Welt rausschreien konnte. Aber normalerweise der Jochen, der als Journalist in Wuppertal lebt, und der Jochen, der in dieser Blechkiste gewohnt hat, das ist dieselbe Person, aber das sind zwei ganz verschiedene Identitäten und ich kann der einen Welt immer nur sehr schwer von der anderen Welt was erzählen. Kriminelle Machenschaften. Ist man angehalten von den Speditionsfirmen, die Fahrzeiten ein bisschen zu fälschen? Auch da wieder, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, es hat sich viel getan, weiße Schafe, aber bei den schwarzen Schafen, ja. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Das eine ist Gefahrgut, das andere sind Arbeitszeiten. Gefahrgut, wenn wir eine Ladung für Griechenland hatten, Athen, dann sind wir immer von Holland, das war eine niederländische Firma, nach Ancona und hatten die Anweisung, 2 Kilometer vor Ancona an den Parkplatz ranfahren, die Gefahrgutschilder einklappen und dann erst auf die Fähre gehen. Dann kostet sie nämlich nur die Hälfte. So, das also heißt, wenn da was passiert, bin nicht nur ich als Fahrer verantwortlich, die Feuerwehr weiß noch nicht mal, was für ein Mist da drauf ist. Und das ist nicht mehr eine Ordnungswidrigkeit, das ist kriminell. Und das andere ist die Arbeitszeit. Da darf man sich als Fahrer nicht weigern, das zu tun. Doch, aber dann steht man halt wieder auf der Straße und zwar ohne LKW. Die Fahrzeiten. Also, ich kann auch nur dazu aufrufen, das zu verweigern. Wenn wir es alle machen, wird solchen Leuten mal das Handwerk gelegt. Aber ich hatte die reine Not und ich hatte auch das Gefühl, alle um mich rum spielen das auch mit. Fahrer sind sehr hilfsbereit untereinander, aber sie sind sehr schlecht organisiert, außer vielleicht in Frankreich. Fahrzeiten, da hat man das Gefühl, es gibt ja jetzt neue Fahrtenschreiber, die machen das sehr genau. Wird da auch heute noch betrogen? Ja, es wird auch mit den neuen betrogen. Ich verrate Ihnen aber nicht, wie es geht, weil ich glaube, wir haben so ein paar Zuschauer in der Schweiz und deswegen sage ich nicht, wie es geht. Aber auch darüber gibt es erschreckende Zahlen, wie viel da manipuliert wird. Ich hatte noch die alten, da war es ganz einfach. Man muss die letzten 28 Tage Arbeitszeit nachweisen. Und das hat meine Firma immer umgangen, indem ich auf jede Tour, die ich rausgefahren bin, eine Bescheinigung bekommen habe, dass ich die letzten 28 Tage Urlaub hatte. Aha, also die Bescheinigung konnte man problemlos fälschen, dann waren Sie immer frisch vom Urlaub und durften dann länger fahren. Also wenn mich in der Schweiz jemand kontrolliert hat, dann war ich erst einen Tag unterwegs, weil ich bin ja gestern von Holland losgefahren und vorher hatte ich 28 Tage Urlaub. Und der Polizist, der weiß auch, dass das getrickst ist, aber er kann mir nichts nachweisen. Der durchsucht vielleicht meinen Führerhaus, wenn er nichts findet von letzter Woche. Also mich hat mal einer gefragt, hat mich so ganz tief in die Augen, sind Sie wirklich? Und so habe ich gesagt, also mein Chef hat mir gesagt, wenn mich das ein Polizist fragt, soll ich ihm dieses Formular zeigen. Und ansonsten würde ich Ihnen sagen, wenn Sie das denken, was ich denke, dass Sie es denken, sind Sie ein guter Polizist. Hat er Sie dann springen lassen? Ja, leider. Wäre man manchmal froh, man dürfte sich selber anzeigen? Ja, das, was es, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Deutschland, als Steuersünder gibt es Straffreiheit bei Selbstanzeige. Das fordere ich für Lkw-Fahrer auch. Wie gerne hätte ich mal die Polizei angerufen und mich selbst aus dem Verkehr gezogen. Es gibt inzwischen verständnisvolle Polizisten, die lassen die Anzeige gegen den Fahrer dann irgendwie unter den Tisch fallen. Da kann man sich aber nicht drauf verlassen. Letztlich sind sie theoretisch eigentlich verpflichtet, auch mich zu verfolgen. Gäbe es das, wäre das eine kurzfristig enorme Erhöhung der Sicherheit auf unseren Autobahnen. Auf euren auch. Korrupte Beamte. Korrupte Beamte erlebt man nie im Inland, sondern nur im Ausland. Deswegen kann ich auch nichts über Deutschland sagen. Da müssten Sie rumänische Fahrer fragen. Ich kann aber jede Menge über Rumänien sagen. Und ich kann Ihnen sogar sagen, dass es mir in den 80er Jahren einmal tatsächlich gelungen ist, einen Schweizer Zöllner zu bestechen. Tatsächlich? Ja, da war ich auch erstaunt. Also ansonsten... War es teuer? 50 Franken damals. Das hat gereicht. Da hatte ich so Stahldraht, so große Rollen.
Und er ist da wirklich draufgekrabbelt, hat genau gemessen, die war nicht 0,8, sondern 0,9 Millimeter dick. Und 2000 Franken, der Wagen bleibt stehen, sonst was. Und letztlich waren es dann 50 Franken, die das Problem lösen konnten. Das Problem beim Bestechungsgeld ist immer nur, dafür gibt es ja meistens keine Quittung. Und, das wird vom Lohn abgezogen. Nee, das wird nicht vom Lohn abgezogen, sondern ich kriege es vom Chef nicht wieder. Mhm. In dem Sinne wird es natürlich vom Lohn abgezogen. Ja. Richtig. Die Transportbranche, sagt man ja immer, die ist das Rückgrat der Wirtschaft. Sie transportiert notwendige Güter von einem Ort, wo sie produziert werden, zu dem Ort, wo sie gebraucht werden. Gibt es viele sinnlose Transporte? Ja, die gibt es. Es gibt aber auch sinnvolle Transporte. Ich muss ein Wort dazu verlieren, dass Sie vorhin sagten, Sie ärgern sich über LKWs, wenn der vor Ihnen ist. Man will die Waren, die wir bringen, aber man will uns nicht. Manche Autofahrer verhalten sich uns gegenüber so, als wenn sie darauf böse sind, einfach, dass wir existieren. Aber dieses Glas hat schon 10 LKW-Fahrten hinter sich, das Mikrofon, in das wir sprechen, schon 20 oder 30. Also das sei hier mal erwähnt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer die Waren will, der muss sich auch mal Gedanken darüber machen, dass die von Menschen irgendwo hingefahren werden. So, und jetzt nach der Vorrede sinnlose Transporte jede Menge. Das Altpapier, das war meine allererste Auslandstour, 24 Tonnen Altpapier von Hamburg nach Bordeaux. Altpapier von Hamburg nach Bordeaux? Ja, weil da der Preis um ein paar Pfennige waren es damals noch billiger war, da konnte man dann irgendwie Deals. Die Transportkosten sind so niedrig, dass das nicht ins Gewicht fällt. Mhm. Da wird Joghurt über den Brenner von Bayern nach Verona gefahren, dort in Plastikbecher abgefüllt und dann wieder über den Brenner, um in Bayern verkauft zu werden. Mhm. Eine Leerfahrten. Meine längste Leerfahrt war von Rouen in Nordfrankreich nach Istanbul, um dort Lederjacken zu laden. Über Heiligabend, super dringend. Kann man, Sie haben so viel Erfahrung, kann man die Situation verbessern? Auch den Fahrern mehr Selbstbewusstsein geben? Es gibt viele Einzelmaßnahmen, wie das mit der Straffreiheit. Es müsste ein Umdenken erfolgen, auch gegenüber unserem Beruf. Weil Fahrer sind sehr schlecht als Politiker angesehen. Und das will ja was heißen. Ne? Also einfach sich mal überlegen, dass da auch Menschen hinterm Steuer sitzen. Menschen wie du und ich. Verständnis zwischen Pkw-Fahrern und Lkw-Fahrern auf Gegenseitigkeit wäre mal angesagt. Aber letztlich wird man nicht umhinkommen, sich grundsätzlichere Gedanken zu machen über den individuellen Transport von Waren und Menschen. Mhm. Ob es einen Sinn macht, Erdbeeren zu an Weihnachten zu essen. Ich esse keine mehr. Ich habe die so oft gefahren, mache ich nicht mehr. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in eine Welt, von der man sich wenig Gedanken macht und schnell urteilt. Und vielleicht kann man das ein bisschen verändern. Ich danke Ihnen. Danke vielmals, Herr Dittmann. Alles Gute, danke schön. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander. Herzlich willkommen. Da wären wir wieder. Guten Abend miteinander. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zur neuesten Ausgabe von Eschbacher. Bombe.